Wunderbar. Wir bedanken uns bei Ramirez Santiago Martinez von dem Volk der Maya aus Mexiko, der den ersten Segenswunsch heute für diese neue Schule, für dieses neue Schulgebäude gegeben hat. Wir hoffen, dass das Feuer damit gedämmt ist und wir mit allen Elementen nur positiv spielen können. Vielen Dank nochmal. Applaus. Ich freue mich ganz doll, Sie heute alle begrüßen zu können, hier im Kreis und auch die Gäste aus dem Tag der offenen Tür, die unsere Schule besuchen wollen. Ich freue mich ganz doll, dass Herr Thorsten Kühne, unser Stadtrat, da ist, der gleich wieder weg muss, nicht weil er weg muss, sondern weil er zur Bezirksverordnetenversammlung muss. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich auch, dass Klaus Mindrup gekommen ist. Die beiden durften ja schon reden bei der Grundsteinlegung. Große Unterstützer unserer Schule. Und ganz besonders möchte ich begrüßen Herrn Jens-Holger Kirchner, Stadtrat AD, den viele noch kennen, der nachher noch zu uns sprechen wird. Herr Kirchner war derjenige, der hier wirklich erstmal die Schneise geebnet hat, damit wir diesen Parkplatz für immer behalten können. Da haben noch viele andere mit zu tun, aber er war derjenige, der gesagt hat, jo, aber er wird es Ihnen nachher selber erzählen. Vom Senat begrüße ich Frau Carmen Witt, die Vertretung des Referendariats für freie Schulen ist. Da freue ich mich ganz besonders, die uns immer ganz toll unterstützt und im Senat auch für uns eine Lanze bricht. Vom Verein der Privatschulen ist Katrin von Holz, das Geschäftsführende der Stelle in Berlin da. Und Andreas Wegner, der steht immer noch draußen vor dem Zaun, aber das können wir ja noch ändern. Der Vorstand der Berlin-Brandenburgischen Dependance und der Geschäftsführer der Kant-Schulen. Ganz besonders freue ich mich, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich hoffe, der ist da, er wollte kommen, Herr Alten, unser Architekt, der dieses Haus sich erdacht hat und dessen wirklich Ideen wir umsetzen konnten. Mit ihm gemeinsam haben wir ja wirklich, ich will nicht sagen Tage und Nächte, aber wirklich viel Zeit mit dem Bauamt in Pankow verbracht. Herr Rieskin ist hier als Vertreter als Leiter der Stadtentwicklung mit seinen Mannen. Und ganz besonders möchte ich Herrn Gellert begrüßen, den Projektleiter. Es war sein erstes Projekt in Pankow, glaube ich. Ne? Er hat es überlebt, er lebt noch in Pankow, er ist noch da und wir sehen uns ab und zu manchmal in der Oper. Aber ich freue mich, dass er gekommen ist. Mit Herrn Rieskin und Herrn Gellert haben wir oft nach den Veranstaltungen, nach den Sitzungen gesessen und haben gesagt, Mann, wenn das fertig ist, trinken wir aber mal einen Wein oder einen Schnaps zusammen. Heute ist der Tag. Wir freuen uns. Wirklich ganz toll. Dann freue ich mich ganz besonders, Dr. Andreas Eckert, den Geschäftsführer von Eckert und Ziegler AG, begrüßen zu können, der mit dem Bau hier nur so weit zu tun hat, dass er derjenige war, der es möglich gemacht hat, dass wir Ihnen heute zeigen können, wie die Vereinigung von Ingenieurskunst, Kunst, Wissenschaft und Visionen zusammengekommen. Sie dürfen gespannt sein. Ich bedanke mich für den Mut, Herr Eckert. Aber da haben noch andere Leute Mut gehabt. Herrn KW Nieromann als Geschäftsführer der BR Wollis und Vorstandsmitglied im VBKI und Sprecher der Profitvereine und unser Kooperationspartner. Herzlich willkommen. Und ganz besonders freue ich mich, dass wir haben ja ein Motto, macht die Tore auf, lasst das Leben rein. Das heißt, alle Nachbarn. Und allen voran ist derjenige, der uns als erstes Heimstatt gegeben hat in seinem Waisenhaus. Nicht, weil wir die Waisen waren, aber weil wir keinen Platz hatten. Herrn Professor Dr. Albrecht. Wo ist er? Irgendwo habe ich ihn gesehen. Er ist da und vielen Dank, genau. Er ist da und mit ihm haben wir gemeinsam viele Projekte, die politische Arbeit mit dem Waisenhaus, viele Visionen verwirklichen können und wir wollen es immer noch tun. Wir freuen uns, dass Sie den Anfang gemacht haben und wir darum jetzt auch viele andere Nachbarn begrüßen können. Herrn Kirschmeier als technischer Leiter der Maria Heimsuchung. Wir sind ja zusammen in die ersten Versammlungen getrabt und haben im Bezirksamt gesagt, wir wollen hier bauen und wir waren froh, dass wir nicht in der großen Kette waren, sondern dass wir nur einen Parkplatz
bebauen sollten. Die Polizei mit Herrn Borschert als Dienstgruppenleiter, also Sie müssen keine Angst haben, die Veranstaltung wird nicht gesperrt, wir sind alles ganz gut ausgerüstet. Er ist unser Nachbar und wir freuen uns. Ich glaube, die Leute vom Bau haben sich auch gefreut, dass die immer ein scharfes Auge drauf gehabt haben, genauso wie die Leute von der BVG. Da weiß ich nicht, ob jemand gekommen ist, aber die BVG sehen wir auf alle Fälle hier in den Bussen immer und ich kann sagen, Leute, schaut auf diese Stadt, schaut auf diese Schule, guckt, wie es aussieht. Hier hat sich ein Schulstandort entwickelt. Ina Burgmann Zamangi aus der Berlin Bilingual School, mit der wir die Granitzstraße zusammen teilen. Das heißt, unsere Kinder mussten teilweise raus, die erste Klasse, in ein anderes Heim, damit wir nächstes Jahr einschulen können, weil wir so viele Anmeldungen hatten. Die Platanusschule gegenüber, die freue mich, dass Sie da sind. Wir haben zusammen die Schulen entwickelt hier. Sie sehen, es ist ein Schulstandort geworden. Einfach so, ohne dass es jemand geplant hat. Nicht von der Herr Rieskin von der Stadtplanung. Wir haben es einfach gemacht. Jetzt müssen Sie weiter planen, damit das hier eine tolle Schulstandort wird. So. Familie Otto, hier nebenan, wohnt mitten in unserer Schule, hat ihre Kinder bei uns und hat alles ertragen mit uns und freut sich, dass wir da sind, immer noch. Von der Bibliothek ist jemand gekommen, die Conny, die uns so lange mit uns zusammenarbeitet. Dann habe ich noch einen, der ist jetzt eigentlich nicht, fällt eigentlich unter Nachbar, aber ist kein Nachbar und doch Nachbar, Herr Weil. Herr Weil ist derjenige, der uns diesen wunderbaren Speicher überlassen hat. Er musste sich entscheiden, irgendwann zwischen alten Gemälden und Schule, die wachsen will. Und sie hat sich für uns entschieden. Da bin ich immer noch sehr dankbar. Herr Weil, ich hoffe, Sie haben es nie bereut. Wunderbar. Das Allerwichtigste von allem, warum wir heute überhaupt hier stehen können, ist natürlich die Baufirma Habau. Wir haben ja vor einem Vierteljahr ungefähr haben wir hier gestanden und Grundsteinlegung gemacht. Und haben gedacht, Mann, sagt er jetzt, ja, wir konnten zusehen, wie es wächst. Ich bin so glücklich, das habe ich damals schon gesagt, ich bin es immer noch, so glücklich, dass wir mit Ihnen bauen. Die ganze Stadt erzählt, wie schlimm es ist mit dem Bauen und dass wir nicht vorwärts kommen und dass die Baustellen da sind. Wir nicht. Wir haben nur 7 Jahre gebraucht. Wir haben nur 7 Jahre gebraucht, um es vorzubereiten mit der Stadtplanung und mit allen Ämtern und mit allen bürokratischen Vorsehungen. Und wir haben wirklich viele Leute gehabt, die uns unterstützt haben. Aber irgendwas stimmt nicht, wenn es dann mit 7 Jahren trotzdem nicht klappt, wo so viele Verfechter sind. Sie haben es anders gemacht, Herr Lattmann. Wirklich wunderbar. Ich begrüße Herrn Lattmann, den Geschäftsführer, und Dr. Jens Stark, den anderen Geschäftsführer. Beide Geschäftsführer sind heute da. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Herr Martin Mudrak, der Oberbauleiter, und Mario Fankenthal, der Bauleiter. Sven Heise, die Projektvorbereitung. Sie haben mit uns, Herr Heise sagt gestern, Frau Roth, ja. Gucken Sie mal, ich nehme mal den Helm ab. Ich habe kaum Haare, aber übermorgen werde ich gar keine mehr haben. Nein, es ist nicht so, wir werden gießen. Es wird wunderbar, die Haare werden wachsen und es wird alles ein wunderbares Fest, es wird eine wunderbare Schule. Wir begrüßen Herrn Götz, derjenige, der nachher den Richtspruch halten wird. Herr Götz, ich freue mich, wir werden das zusammen meistern. Dann alle als Projektbeteiligten und Herr Engmann ist eingesprungen als Architekt im Bau. Er hat uns auch Habau hierher gebracht. Da sind wir recht, trotz aller Skepsis, recht glücklich drüber. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich sofort küssen werde, aber es ist ja Corona. Und Herr Meier, der als unser Projektleiter mit Herrn Engmann zusammen dieses Projekt vorantreibt. Und nicht zuletzt möchte ich mich bedanken bei Asolo Rutja, die zweite Geschäftsführung, die für die Zeit des Baus diese Sache mit begleitet und verantwortlich zeigt, die diesen beiden Herren immer die Bande zusammenhält, kann man mal so sagen, im positiven Sinne. Ich freue mich, dass aus der ausführenden Firma auch die Firma Schreier hierher gekommen ist, einen weiten Weg gemacht hat, die Statik betreut. Und, beinahe hätte ich es vergessen, sogar der Bürgermeister aus Wandlitz ist gekommen, wo wir unsere Villa Frieda haben und der mal gucken will, weil er auch bauen will, wie man das so macht in Berlin. Uns verbindet eine Menge. So, jetzt,
halt, ich habe noch jemanden vergessen. Von der, da hinten, diese alten Gebäude, die Sie sehen, das ist die Garage. Die Garage ist eigentlich ein Jugendheim. Und als wir nicht mehr unterkommen konnten, als wir bei Corona nicht mehr wussten, wohin mit unseren Kindern, haben wir da immer Aufenthalt gefunden. Wir haben Aufnahme gefunden in denen, die kaum etwas hatten. Dafür möchten wir uns auch wirklich nochmal bedanken bei Sabine von der Garage. Vielen Dank, ich hoffe, sie ist da. So. Dann lassen Sie uns viel Freude haben beim nächsten Part. Jetzt freue ich mich ganz doll, dass Herr Kirchner zu uns sprechen wird. Herr Kirchner, mit dem ich ja schon oft gestanden habe, wir sind wirklich hin und her gelaufen, sind gesagt, kann man das machen? Es gibt gar keinen anderen Platz. Wir hatten ein Problem, wenn Sie den schmalen Gang sehen da hinten. Herr Kirchner war immer ein Mann der Tat. Es gab Probleme hier, weil die Eltern fast mit dem Auto ins Klassenzimmer gefahren sind. Jetzt klauen Sie mir mal nicht meine Story, oder? Ja, nein, ich erzähle was anderes. Haben Sie bestimmt schon wieder vergessen, weil es bei Ihnen zum Alter gehört. Und da sagt er, Mann, ich muss mir das ja mal an, können Sie nicht einfach machen hier, eigentlich sollte ich was anderes. Wir sagen, wir gehen vor Ort. Und dann sage ich, wo sollen denn die Kinder hier lang? Sagt, die haben nicht mal eine Barriere da vorne, wo die lang gehen können. Natürlich müssen die Eltern bis vor die Schule fahren. Eine Woche später... Wollten Sie das jetzt auch erzählen? Nein. Eine Woche später standen die Rüster. Ist doch toll, oder? Der Mann der Tat. Herr Kirchner. Ja, vielen Dank. Ich muss Sie jetzt hier ein bisschen intervenieren, weil ich bin genauso aufgeregt wie Sie. Und jetzt könnte ich ja kalauern und sagen, dass ich das noch erleben durfte, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich will Ihnen was erzählen über Mut, über Vertrauen, über Verantwortung und über Geduld und Ungeduld. So, da sind wir doch ziemlich nah. Mut, warum Mut? Frau Uzia hat das schon angedeutet. Weil wenn man Entscheidungen in der Kommunalpolitik treffen muss pro Infrastruktur, für Schulplätze, dann muss man abwägen. Und dazu hilft dann auch nicht jahrelanges Rumgedokter, sondern tatsächlich die Entscheidung. Und die haben wir ja relativ schnell gefallen. Und da denke ich, siehe, es war gut so. Weil wenn man sich das jetzt anguckt, dann war das eine goldrichtige Entscheidung, weil was hätte es für eine andere Alternative gegeben? Es hätte jetzt hier noch Parkplätze gegeben. Und da sage ich dann, Parkplätze zu Schulplätzen ist nicht das letzte, das schlechteste Motto. Ne? So, gerade in dieser innenstädtischen Lage. Ich möchte mit Ihnen über Vertrauen reden, weil da kam so ein freier Träger daher, freie Schule, die hatte sich schon durchaus einen Namen gemacht. Aber so ein Bau ist jetzt auch nicht was... mal eben eine kleine Baracke oder ein Beet hinstellen, sondern das ist schon eine erhebliche Investition. Und an der Stelle möchte ich mich bei Ihnen auch ganz persönlich bedanken, weil das Vertrauen war von Anfang an da, weil Sie haben ja schon bewiesen in Ihrer Vereinsgeschichte und Ihrer Schulgeschichte, dass sozusagen auch komplizierte und große Baumaßnahmen Sie A nicht schrecken, B, Sie das finanzieren können und C, Sie das so wuppen können und das noch möglichst im Zeitplan und im Kostenplan. Deswegen Vertrauen ist für solche Projekte gerade im Verhältnis zwischen den Bauherren oder Herrinnen und Baufrauen und Behörden und der Politik ein wesentliches Fundament. Und die sind hier ausgesprochen solide bei diesem Projekt. Ich möchte mit Ihnen über Verantwortung reden, weil was Sie sich da ans Bein gebunden haben, an Verantwortung für dieses Projekt, das ist ja nicht hoch genug zu schätzen für kommunale Infrastruktur. Und ich bin der Letzte, der im Übrigen freie Schulen und staatliche Schulen gegeneinander ausspielen will und macht, sondern ich glaube, dass zur Schullandschaft auch freie Schulen, starke freie Schulen, selbstbewusste freie Schulen gehören. Und da war es natürlich naheliegend, dass wir gesagt haben, gut, wir machen dieses Projekt hier gemeinsam. Ich möchte über lange Atem reden, weil 7 Jahre sind für Berliner Verhältnisse schnell, aber da liegt das Problem. Dass wir stolz sind, dass sowas 7 Jahre dauert, ist jetzt tatsächlich, der Kollege aus Wandlitz hört jetzt mal weg, aber so schnell sind die da auch nicht in Brandenburg, das ist eigentlich nicht hinnehmbar in dieser wachsenden Metropolregion Berlin-Brandenburg und gerade wenn es um öffentliche Infrastruktur geht, egal ob jetzt Straßen, Abwasser, neue Wohnungen oder eben Schulen. Trotzdem können wir stolz sein. Trotz aller Widersprüchlichkeit, dass es nur 7 Jahre gedauert hat. Und wir feiern ja nicht heute hier irgendwie Grundsteinlegung oder Baugenehmigungsfaktor, sondern schon Richtfest. Und ich gehe mal davon aus, dass es nicht mehr lange dauert, dann ist dieses Haus fertig und die Türen gehen auf.
Ich möchte über Partner reden mit Ihnen, weil Sie haben das jetzt in Ihrer fulminanten Ankündigungsrede ja schon umfangreich gemacht. Aber solch ein Projekt geht nur, wenn es breit aufgestellt ist und verlässliche, da sind wir wieder bei Vertrauen und Verlässlichkeit, Partnerinnen und Partner dieses Projekt begleiten, ob es jetzt die Eltern sind, die Schüler, Baufirmen oder Investoren oder andere begleitende Personen. Sie haben die alle genannt. An der Stelle auch von meiner Sicht herzlichen Dank nochmal, dass Sie so lange diesem Projekt die Treue gehalten haben. Und ich möchte über Steuerung reden. Solche Projekte in Berlin oder in der Bundesrepublik funktionieren nur, wenn Menschen sich es für sich entscheiden oder den Auftrag bekommen und den dann auch ausfüllen und das Projekt steuern. Also hinterher sind, dass die Verträge abgeschlossen werden mit dem Straßen- und Grünflächenamt, dass die hinterher sind, dass die Baugenehmigungen bearbeitet werden. Und an der Stelle, Herr Gellert und Herr Risken, meinen ausdrücklichen Respekt, weil ich sehe, dass unser gemeinsames Projekt bei Ihnen einen guten Staffelstabübernahme gefunden hat. Und ohne Sie wären wir heute noch nicht halb so weit. Weil wir kennen das an anderen Stellen in dieser Stadt, wenn da nicht Menschen sind, die das steuern und die da auch konstruktiv mitarbeiten, dann zieht sich das. Und das ist ja fast wie eine Geburtskrankheit in diesem bundesrepublikanischen Bausystem, dass da nicht Menschen sind, die das jeweils zu Herzen nehmen. Zum Abschluss, Respekt an der Stelle ausdrücklich. Zum Abschluss, mein Wunsch für dieses Haus, mögen alle guten Geister dieses Haus beschützen. Die Polizei wird den ihren Teil tun, aber ich glaube, dass für ein Richtfest es auch gehört, dass hier ein Segen über diesem Haus liegt und Sie werden, da bin ich mir gewiss, dies auch mit Leben erfüllen und diesen Segen weitertragen, übrigens zugunsten der Kinder und Jugendlichen, weil für das ist es ja, dass Sie hier eine hochkarätige Ausbildung bekommen, dass Sie sich hier geborgen fühlen, dass Sie hier ein Stück Heimat finden und sich dann auch vielleicht später gerne an die Zeit in diesem neuen Haus hier erinnern, weil ich glaube, dass Schulzeit auch durchaus prägend sein sollte. Und da haben wir dann wiederum eine gemeinsame Verantwortung, jeder in unseren Rollen. Frau Ruzia, alles Gute und Kollegin. Bitte. Vielen Dank, Herr Kirchner. Vielen Dank. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie gekommen sind. Ich würde Sie jetzt auch drücken, aber man darf das ja nicht. Wir drücken uns jetzt hier so. Aber Sie haben mich natürlich auch auf einen Fehler aufmerksam gemacht. Finanzierung. Ich hoffe, Frau Ebert von der Volksbank ist da, die das alles finanziert hat. Herzlich willkommen. Da hinten ist sie ja. Das wäre ja was gewesen, wenn ich die vergessen hätte. Ne? Oh Mann, mein Herr Kirchner. Ja, ja, nein. Jetzt gehen wir mal zu, wie es weitergeht. Schönen Dank. Wir trinken. Ja. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Urrutia, sehr geehrte Frau Urrutia Grote, liebe Gäste des Richtfestes. Mir lange überlegt, was ich heute hier sagen kann. Als ich in meiner Schulzeit war, war eins meiner Lieblingsbücher Der kleine Prinz. Ein Plädoyer für Freundschaft und Menschlichkeit, denke Werte, die auch bei Ihnen an der Schule in der Erziehung ganz groß geschrieben werden. Aber de Saint-Exupéry hat noch einen anderen Satz gesagt. Und zwar, man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen. Denn Zukunft kann man bauen. Idealerweise passt das jetzt auch noch zum Motto unseres Unternehmens, der Habau. Wir bauen heute für morgen. Aber wir dürfen ja hier tatsächlich für Sie, liebe Frau Urrutia, und für Sie, Urrutia Grote, und natürlich auch für all Ihre Mitarbeiter und Schüler an der Zukunft Ihrer Schule mitbauen. Der Neubau hinter uns wird ein bedeutender Teil dieser Zukunft sein. Und wie schreiben Sie so schön auf Ihrer Homepage? Wir wollen lernbegierige, offene, tolerante und solidarische, fröhliche und selbstbewusste Kinder aus unseren Häusern ins Leben schicken. Gut ausgerüstet ins Leben zu ziehen, ist die beste Voraussetzung, es zu meistern. Dem ist, denke ich, nichts hinzuzufügen. Man kann also durchaus sagen, dass wir heute ein Richtfest feiern an einem sehr zukunftsträchtigen Ort. Ja, wir können demzufolge auch sagen, dass wir hier zusammen Zukunft bauen. Vielen Dank dafür. Wenn wir an die klassischen
Etappen bei der Entstehung eines Gebäudes denken, mit Spatenstich, Grundsteinlegung, Richtfest und dann der finalen Eröffnung, dann feiern wir heute sozusagen Halbzeit. Hinter uns liegt der Erdbau und die Gründungsmaßnahmen, an denen nur wenig Fortschritt zu erkennen ist. Da wird ein Loch gebuddelt und dann kommt man Erde und schüttet die wieder rein. Das ist wenig Fortschritt. Wir schließen heute ab die Phase des Rohbaus. In dieser Phase ist der Fortschritt jeden Tag zu erkennen. Das Gebäude wächst stündlich. Jeden Monat kommt eine neue Etage dazu. Und man begreift langsam, was im Entstehen ist. Auf uns zu kommt jetzt der Ausbau und während bisher lediglich 2 bis 3 Unternehmen sich hier auf der Baustelle um ihr Projekt gekümmert haben, werden jetzt ca. 20 bis 25 weitere Partnerunternehmen sich in der Fertigstellung ihres Vorhabens einbringen. Arbeitsabläufe müssen aufgrund von technischen Abhängigkeiten raumweise koordiniert und geprüft werden. Park-, Lager-, Vormontageflächen müssen ebenso täglich abgestimmt und besprochen werden. Aktuell haben die Dachabdichtungsarbeiten bereits begonnen. Im Oktober beginnen wir dann mit dem Einbau der Fenster. Die Rohinstallation der technischen Gebäudeausstattung wird beginnen. Die großen Lüftungsgeräte werden geliefert und auf dem Dach installiert. Zum Ende dieses Jahres werden wir dann die Gebäudehülle geschlossen haben, sodass wir dann noch 5 bis 6 Monate haben, um Ihnen dann zu den Sommerferien pünktlich Ihre neue Schule zu übergeben. Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich zu bedanken. Bei Ihnen, Frau Urrutia und Frau Urrutia Grote, für das entgegengebrachte Vertrauen und diesen positiven Geist, den Sie wirklich in jedem Gespräch versprühen und der, denke ich, auch ansteckend ist für das gesamte Baustellenteam. Also vielen Dank dafür. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei Herrn Meyer und bei Herrn Engmann. Wir haben das zur Grundsteinlegung schon aufgenommen. Wir haben es geschafft, bis hierher selbst im Tagesgeschäft unter Stress und mit Entscheidungsdruck immer einen sachlichen Ton zu behalten, der immer sich sehr daran orientiert hat, zum Wohle des Projekts entscheiden. Bei den am Bau involvierten Planern möchte ich mich an der Stelle dafür bedanken, dass Sie uns die Pläne für das Projekt rechtzeitig zur Verfügung gestellt haben. Sie können mir glauben, das ist in der heutigen Zeit nicht mehr alltäglich und selbstverständlich, also auch bei den Planern. Vielen Dank dafür. Natürlich am Ende noch unsere Oberbauleitung, Herrn Martin Mudrak, Projektleiter Mario Falkenthal, unseren Polieren Herrn Wolfram und Herrn Deutschmann, die heute leider krankheitsbedingt nicht da sein können. Gute Besserung von dieser Stelle. Und unserem Vorarbeiter Herrn Trinkhaus, die hier dafür Sorge tragen, dass der Baufortschritt tagtäglich gewährleistet ist. Ohne die tatkräftige Unterstützung der genannten Personen sowie zahlreicher ungenannter Helfer könnten wir das heutige Richtfest nicht begehen. Ich wünsche uns weiter unfallfreies Bauen. Vielen Dank. Ja, hallo. Wir sind heute zusammengekommen, um feierlich das Richtfest zu begehen von diesem schönen Gebäude, von dieser schönen Schule. Und ganz traditionell werde ich jetzt den Richtspruch sprechen. Mit Gunst und Verlaub, Pasteten, Austern, Trüffel, Sekt, Kaviar und Nüsse sind Sachen, die man gerne schmeckt, als köstliche Genüsse. Wenn man sie täglich zu sich nimmt, vielleicht gar viertelstündlich, dann hängen sie uns bestimmt zum Halse raus, ganz gründlich. Ein Haus jedoch ist anderer Art, ist sein Erwerb auch sauer, an ihm die Freude bleibt gewahrt und sein Besitz von Dauer. Meist ist das Glück doch schal und leer und immer recht vergänglich. Dein Haus, dein Heim, ja das ist mehr. Beglück dich lebenslänglich. Und in dem Sinne wünsche ich den Bauherren und auch den zukünftigen Schülern immer viel Erfolg und Glück in ihrer neuen Schule. Vielen Dank. Der Segen soll auf diesem Haus liegen.